Hallo, ich bin Maike Elmer und bin die neue Verwaltungsleiterin des Kreiskirchenamtes Bad Oeynhausen. Ich bin 54 Jahre alt, lebe mit meinem Mann in Bünde, habe eine Tochter, 23 Jahre alt, die ist momentan in Heidelberg. Und ja, privat bin ich gern draußen, bin viel an der Natur, entweder Radfahren, Laufen. Während Corona habe ich das Laufen für mich entdeckt. Man durfte ja nichts anderes machen. Und ja, habe im letzten Jahr das erste Mal den Hermann gelaufen und werde hoffentlich am 30. April in diesem Jahr meinen zweiten Hermannslauf absolvieren können. Ich war über 33 Jahre bei der Kreisverwaltung Herford tätig. Habe dort verschiedene Bereiche gemacht, bin damals angefangen nach meinem BWL-Studium im Bereich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die mussten kaufmännisch aufgebaut werden. Habe dann in die Wirtschaftsförderung gewechselt, war dort über 15 Jahre lang tätig und meine letzte Station war jetzt der Bereich Vergabestelle und zentrale Dienste. Ja, die Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungen dann auch zu organisieren und auch zu optimieren, weil ich glaube, viele Dinge laufen in Floto gut, die man woanders noch besser machen kann und andersrum laufen woanders Dinge gut, die man dann auf Floto auch übertragen kann. Also das ist einmal ein großes Thema und eben Synergien schaffen, dass man gemeinsam an Themen arbeitet. Ja, vielleicht ein Zitat von der Kreissynode, Floto, was ich dort aufgenommen habe. Dort hat jemand gesagt, inhaltlich zitiert, Kirche muss sich verändern, wenn sie bleiben möchte. Wenn sie sich nicht verändert, bleibt sie nicht. Und das steht auch, glaube ich, so ein bisschen als Überschrift auf dem, über dem Veränderungsprozess, den wir jetzt alle gemeinsam gehen wollen.